ich liebe diesen Beruf und ist auch der Grund, aus dem Grund habe ich es ja auch von der Pike auf gelernt. Erinnern, dass der Rex sehr bemüht war, auf eine ganz liebenswürdige Art sehr bemüht war, mich zurechtzurücken in irgendeine Pose oder... Es ist ein bisschen schwer, in eine andere Sprache zu filmen, aber Rex hilft mir großartig. Naja, so sehr brauche ich dir ja nicht helfen, denn wir haben einen sehr, sehr guten Regisseur. Ja. Ja, wir spielen ein Liebespaar und das fällt uns nicht so sehr schwer. Er entsprach die Erwartungen. Man muss ja von einem Publikum ausgehen, was die erwarten. Und die erwarten diese junge Mann von nebenan und diese junge Frau von nebenan. Das war die Hausfrauenträume, die nicht erfüllt wurden. Und das mussten wir erfüllen. Ich fand uns wie ein Abziehbild. Das waren zwei funktionierende Puppen. Rex liebte, als Star sein Leben zu leben. Er liebte Spotlight. Er liebte das Shine. In kurzer Zeit schaffen die beiden den Durchbruch. Die Journalisten und das Publikum lieben sie. Ihre Songtexte und die Inszenierung ihrer Auftritte sollen andeuten, dass es auch privat zwischen den beiden funkt. Ihr größter Hit wird Im Stadtbuch. Die Plattenfirma macht den fast 30-jährigen Rex 3 Jahre jünger, um den Altersunterschied züchtig zu verringern. Die junge Liebe schafft es auf den Titel der Bravo. Dann verkündet die Plattenfirma sogar, Gitte und Rex hätten sich verlobt. Die beiden lesen das in der Zeitung. Gitte ist empört, Rex nicht. Sowas nach außen zu tragen, als ein Paar nach außen hin, in Glamour. Also ich könnte mir vorstellen, dass er schon das geliebt hätte. Wahrhaftig. Ob das nun mich ist oder dieses Schein, das hätte er geliebt. Ja. Ich war überzeugt davon. Dagegen ist ja, finde ich, nicht zu sagen. Nur wenn so ein Liebespaar sich in die Medien sich entwickelt als auch ein privates Liebespaar, dann musste ich das stoppen. Dann hatte ich also einen großen Drang, es zu stoppen, was ich auch eigenhändig getan habe. 1966 beendet die 20-jährige Gitte das Traumpaar-Dasein, ohne öffentlich zu sagen, warum genau. Überraschung. Dann gibt es eben viele Dinge, die nicht zu erklären sind. Es gibt viele Sänger, die besser singen und keinen Erfolg haben. Vielleicht fehlt der gewisse Klick. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, man sicher ist Aussehen auch nicht unbedeutend bei den ganzen Sachen. Oder einfach das bestimmte Etwas, worauf eben das Publikum fliegt. Also das jetzt in Frank Sinatra, gut, da fliegt man auf die Stimme, aber die Frauen fliegen auch auf den Mann. Sein Teint ist über die Jahre immer dunkler geworden, die schwarzen Haare immer üppiger. Dass der 36-Jährige da schon seit 8 Jahren ein Toupet trägt, wissen nur wenige. Ich weiß noch, wie Michael Holm und ich den Song geschrieben haben. Sag ich, weißt du was? Und jetzt machen wir noch so einen Urschrei. Hossa! Sag ich, ah, das ist geil, das machen wir. Ja? Also das ist mir eingefallen damals, lustigerweise. Der Song und die Melodie auch. Und mit diesem Hossa hat er nun eine große Karriere gemacht. Da war er auch sehr dankbar und zufrieden dafür. Sicher gehen nach Amerika, aber um überhaupt erstmal Kontakt zu machen. Wahrscheinlich werde ich auch in irgendeiner Interviewsendung auftreten und irgendein Lied singen. Das Publikum und auch die Fernsehleute und Schallplattenleute finden meinen Typ international. Dadurch ist es für mich eigentlich relativ leicht gewesen, jetzt in diesen Ländern Fuß zu fassen. Ich spreche Englisch, Französisch und bin jetzt dabei, Spanisch zu lernen. Das hat sicher auch was zu tun, aber ich glaube, im letzten Endes ist es der Typ, ob man eben in dem Land als Typ ankommt und die Art der Stimme. Der deutsche Sexy Rexy ist äußerlich zum südamerikanischen Macho-Typen geworden. Bereitwillig zieht er sich für die Medien aus und gibt vermeintlich Persönliches aus seinem Leben preis. Doch selbst seine erfundene Biografie kontrolliert er nicht mehr. Rex Gildos Karriere ist von Anfang an von seinem Manager, auch von uns, seit wir ihn übernommen haben, langfristig angelegt worden.
Wir denken nicht an die nächste Schallplatte oder an das nächste Jahr nur, sondern an die nächsten 5 Jahre oder an die nächsten 10 Jahre sogar bei Rex Gildo. Wir verzichten dabei bisweilen bewusst darauf, ihn kurzfristig hochzuschießen, ihn als einen Senkrechtstarter plötzlich bekannt zu machen. Wir verzichten dabei auch auf Skandale, auf Großaktionen. Immer weiter lässt Rex Gildo sein altes Leben als Ludwig Franz Hürtreiter hinter sich. Wer und wie er zu sein hat, bestimmen die Plattenfirma und Fred Miklay. Fred schrieb mir dann immer lange, lange Briefe, wie er sich das nächste Album vorstellt. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, da habe ich dann so gelacht. Er schrieb, und dann muss noch ein Abschiedslied kommen mit einer Zeile, die haften bleibt. Und da habe ich ihm dann geschrieben, lieber Fred Miklay, die beste Zeile wäre, kleben Sie wohl. Er fand es ja gar nicht komisch. Aber wir haben dann auch ein Abschiedslied geschrieben. Und ja, Fred Miklay hat sich sehr für ihn eingesetzt. Er war so wie fast ein zweiter Vater zu ihm. Und hat aber immer wieder lange, lange, lange Briefe geschrieben, wie und was er, wie er sich das alles vorstellt. War eigentlich ein sehr, sehr netter Mann, ja, aber konnte auch sehr verbittert sein, irgendwie sehr intensiv sein und hat aber doch das Leben von Rex doch ziemlich geleitet, viele, viele Jahre, und Rex hat ihm viel zu verdanken gehabt. Rex zeigt sich jetzt häufiger mit einer Blondine. Es ist seine Cousine Marion, mit der er sich seit Jugendtagen gut versteht. Als er mit Gitte das Traumpaar gab, versteckte er Marion noch. Er hat eine Frau zu Hause, die ich nie zur Besicht kriegte, nur einmal plötzlich. Und ich war mir nicht ganz klar, ob sie wirklich, ob die ein Paar waren oder nicht. Dass man sie für ein Paar hält, kommt seinem Manager Fred Miklay jetzt sehr gelegen. Es gibt Gerüchte, Rex sei schwul. Den Fred Miklay kannte ich schon, das war sein erster Freund. War nicht nur sein Manager, sondern auch sein Geliebter. Und er hat auf ihn aufgepasst, dass er auch nicht so rauskommt. Das war sein bester Berater, hat ihm auch zu ihm gesagt, dass sowas darf nicht raus. 1974 heiratet Rex seine Cousine Marion. Sie beziehen ein Bauernhaus weit ab auf dem Land. Mit ihnen zieht noch ein Bewohner ein, Fred Miklay. Als Autor und Komponist habe ich ihm natürlich auch ein bisschen in die Seele geguckt. Und Marion und er haben sich schon manchmal ein bisschen ausgeweint, wie die eine oder andere Situation, die nicht funktioniert hat oder die funktioniert hat. Sie erzählte mir, dass die liebten sich, sie versuchten also sich zu trennen und haben lange Briefe geschrieben und sind dann doch wieder zusammengekommen. Wenn man bei denen zu Hause war, das war wie wenn sie eine enge Liebe, große enge Liebe verspürt haben. Ich glaube, Rex war bi, wenn man das so ganz einfach ausspricht. Und das ist auch eine Form von Liebe, die man eben dann einem Mann beziehungsweise einer Frau gegenüber auslebt. Und da hat auch jeder ein Recht, sein Leben so zu gestalten, wie er will. Doch Rex Gildo selbst gesteht sich dieses Recht nicht zu. Zu einer Zeit, in der die Schwulenbewegung ihr Coming-out hat, hält er fest am Image des Frauenhelden und besingt in seinen Liedern Dunja, Julia oder Marie. Das war ein Riesenhit, ja, Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Und so haben wir also doch ziemlich viele Jahre zusammen produziert, bis ihm eines Tages ein Lied gar nicht gefiel. Und mir gefiel das richtig gut. Und daran hat dann der Fred Miklay gesagt, nein, Herr Siegel, und das, Fred war ja ein ganz, ganz irgendwie spannender, sehr seriöser Herr, aber doch immer mit sehr viel Intensität und sehr viel Bestimmtheit. Und dann haben wir uns irgendwann mal getrennt, weil wir einfach sagen, pass auf, wir haben jetzt andere Auffassungen von den Songs, was du machen solltest. Wir starten. Doch auch in dieser Show hält er an der falschen Legende fest. Vom Sänger, der schon bei den Regensburger Domspatzen sang. Naja, bei mir ist es nicht jüngst, sondern schon etwas länger her, dass ich in Regensburg bei den Domspatzen war. Sag mal, darf ich noch mitsingen? Du darfst. Ich darf? 30, 40 Jahre es durchhalten, immer wieder einen Erfolg zu suchen, immer wieder ans Fernsehen zu gehen, immer jeden Tag für dein Publikum da zu sein, sich zu schminken im Notfall, sich anzuziehen, sich fit zu sein, noch ein Interview und noch ein,
noch ein Interview und das 100.000 Autogramm zu unterschreiben, dann gibt's auch einen Moment, wo du sagst, ach, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Lust. Ja. Und dann passiert's natürlich auch, dass eine gewisse Müdigkeit der Medien kommt, ja, wo die sagen, ach, Rex Gildo gibt's den dann immer noch. Ja. Wie lange kann man so einen Beruf ausüben? Wie lange hält die Stimme oder wie lange kann man den jugendlichen Liebhaber darstellen? Ich meine, Johannes Heesters hat das bis in seine 80er gemacht. Heesters, er war, den ich sehr verehre. Und wenn ich überlege, dass ich dann noch auch über 30 Jahre da hätte. Also wenn ich das noch erlebe, müssen Sie mit mir rechnen. Das könnte sein. Und plötzlich gibt es nur noch kleine Sendungen. Ja? Und dann die kleinen Sendungen bringen natürlich nicht so viel Erfolg. Dann wirst du aber Geld verdienen. Dein Leben ist bereits in Bahnen mit ja, einem großen Haus, mit großem Auto, mit Wagen, allem drum und dran. Das heißt, du musst inzwischen Geld verdienen. Also singt er jetzt auch bei Firmenjubiläen, mitunter begleitet von spöttischen Hossa-Hossa-Rufen. Bei einem Auftritt soll er betrunken gewesen sein. Der Veranstalter fordert die Gage zurück. Er gerät in die Schlagzeilen. Es kommt zum Prozess. Seine Frau Marion begleitet ihn. Weil Rex Gildo sich schließlich auf eine Teilrückzahlung der Gage einlässt, ist sein Ruf anschließend ruiniert. Er sei ein Alkoholiker, schreiben die Zeitungen. Rex Gildo ist angeschlagen. Jetzt tingelt er durch die Republik mit anderen Stars von gestern. Er verdient nicht schlecht dabei und ist viel unterwegs. Wie ein Amateurvideo aus dem Jahr 1995 zeigt, gibt er auf der Bühne weiterhin alles. Rex Gildo zum Anfassen. Früher verschwand er mit Fred nach den Auftritten sofort ins Hotel. Jetzt wäre er dort allein. Und so bleibt er auch nach der Show noch gern bei seinen meist weiblichen Fans. Die reisen ihm sogar nach. Der hat jedem das Gefühl gegeben, er ist was Besonderes, also von den Fans. Ne? Der war zu allen immer nett, immer freundlich. Er braucht den Applaus und die Bühne, wie klein sie auch sei. Rückenschmerzen plagen ihn, doch einen längeren Klinikaufenthalt lehnt er ab. Wieder ist da die Angst, vergessen zu werden. Gegen die Schmerzen nimmt er Medikamente, gegen die Einsamkeit sucht er die Nähe der Fans. Manche schwärmen seit 40 Jahren für ihn. Wenn er für sie im Möbelhaus den Sexy Rexy gibt, kursieren die Videos in den Wohnzimmern. Ja, ich bin bereit. Jetzt kommt der roteste Teil. Wow! Texte, mehr gibt's nicht. Aber ich würde sagen, er ist mit ihnen gealtert, aber zeigen will er es nicht. Rex Gildo, der ewige Mit-30er dank Toupet und Tabletten. Zumindest ein, zwei Stunden lang. Auf einer Tour lernt er den damals 15-jährigen Dave Klingeberg kennen. Er führt ihn ein in eine neue Welt, so wie einst Fred Miklay ihn eingeführt hat. Wenn Dave im teuren Restaurant nicht weiß, welches Besteck er benutzen soll, erzählt Rex, dass es ihm früher auch so ging. Der junge Mann wird sein Privatsekretär. Herr Klingeberg war damals ja noch sehr jung. Er musste ihn fahren, er war sein Chauffeur. Er hat alles Bühnentechnische teilweise hat er dann gemanagt und so. Das war schon viel Verantwortung für den jungen Mann. Freuen wir uns auf Rex Gildo! Dankeschön, meine Damen und Herren. Die waren ja den ganzen Tag oft zusammen, wenn die auf Tournee waren oder wenn er ihn fahren musste. Und Herr Klingeberg war schon ein sehr enger Vertrauter auch zu ihm. Also dem hat er sehr viele Sachen anvertraut. Rex Gildo wiederholt seine eigene Geschichte. So wie Fred Miklay den jungen Ludwig Franz Hirtreiter lenkte, versucht Rex Gildo nun, sich des 38 Jahre Jüngeren anzunehmen. Er macht ihn zu seinem ständigen Begleiter. Marion reagiert abweisend auf den neuen Privatsekretär. Rex hat sich verändert. Es gibt regelrechte Wutausbrüche, die er an ihr auslässt. Nach außen hin, gerade wenn man in der Öffentlichkeit war, war er immer lustig. Aber er konnte natürlich auch jähzornig werden. Für die Medien spielen Rex und Marion routiniert trautes Eheglück. Für eine Homestory haben sie sich Haus, Hund und Tannenbaum geliehen. Marion ist aus dem wirklichen Zuhause nämlich längst ausgezogen. Die beiden führen einen Rosenkrieg. Von der Trennung sollen nicht einmal die engsten Freunde etwas wissen. Marion führt das Geschäft weiter, macht die Termine und die Buchhaltung.
Rex, der keinen Führerschein hat, sitzt auf dem Land fest, angewiesen auf Dave und das Telefon.